So, liebe YouTuber, liebe Minecrafter, liebe Abonnenten, hier ist wieder NetPilgrim mit der nächsten Folge zu Diamanten, Redstone und Pferde. Ihr erinnert euch bestimmt an das Ende von Folge 28, wo ich über den Ozean gesegelt bin und habe dann irgendwann diese winzige Insel hier gefunden. Das ist echt faszinierend hier, dieses Mini-Island hier. Und dieses Mini-Island hier werde ich nun küren. Ich werde ihm nun einen Sinn geben. Und vielleicht findet ja irgendwann irgendeiner von meinem Server dieses Mini-Island und kann dort diesem Sinn nachgehen. Ja, ich mache hier extra so einen kleinen, winzigen Leuchtturm hin. So einen ganz, ganz kleinen, um das zu signalisieren. Dann gibt es natürlich noch ein Schild. Und das ist die... Nein, die Nachdenkinsel. So, das ist die Nachdenkinsel. Dann werde ich jetzt hier eine Werkbank hinsetzen. Da kann man die hinsetzen. Töff. Und werde mir an dieser Werkbank eine Truhe herstellen. Dazu brauche ich zwei. So. Und wem dann das Denken zu lästig wird, der kann sich dann hier an dieser Truhe C remove. Den muss man natürlich für alle zugänglich machen. So. Der kann sich dann an dieser Truhe etwas Brot holen. Und natürlich braucht eine Schatzinsel immer einen kleinen Schatz. So. Alles klar. Vielleicht findet ihr die Nachdenkinsel. Mal schauen, mal schauen. Okay. Dann machen wir uns jetzt wieder auf den Weg. Ja, genau, mit unserem... wir brauchen ein Boot. Ein Boot, denn ich habe gehört von Gerüchten, dass sich im Osten noch quasi unberührte, ewig weite Grasländer erschrecken. Aber es ist eine weite Reise dorthin und deswegen werde ich jetzt das Ganze beschleunigen. Bis gleich! So, da sind wir. So. Da ist ein Wolf. Das ist meiner. Das Gui wieder an, Mann. Habe ich Knochen? Ich habe einen Knochen. Ich kann es versuchen. Ich kann es versuchen, mir mehr Wölfe zu züchten. Ja, komm, komm. Siehst du diesen Knochen? Siehst du diesen Knochen? Ich zähme dich mit diesem Knochen. Naja, man kann es ja mal versuchen. Okay, dann weiter nach Osten. Irgendwo ist hier ein Zombie. 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 Wo ist der Zombie? Wo ist der Zombie? Okay, das ist ein Schwelf. Hopp. Hau ab, du Schwelf! So. Da, di, da, 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 da. Da, da, da. Da, da, da. Okay, genug gesungen. Oder gedödet. Genug gedödet. Oh, ein Dschungelschwelf. Ein Dschungelschwelf. Das erste Mal, dass ich sowas sehe, glaube ich. Boah, mag ich nicht. Ich mag keine Schwelfen. Ich mag keine Schwelfen. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nein, nein. Nein. Da, 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 da. Ja, auf. Nee, du sollst da durchhüpfen. Ja, mach schon. Oh, das ist immer etwas blöd am Dschungel. Das ist immer so ein richtiges. Ach, Gehacke hier. Muss ich mich mit der Machete hier durch den Dschungel hacken? So. Es sah aus, als würde sich da hinten ein Enderman wild durch die Gegend teleportieren. Irgendwie an die Lava dran geraten oder so oder irgendwie. Oh, jetzt gibt's schon Schafe, die auf Bäumen leben. Sind das vielleicht auch Schwelfen? Die haben sich nur weiß angemalt. Ha! Aber mich können sie nicht täuschen. Da ist wieder eins. Ein Schwelf. Hm. Auf
Fies, fies. Überall diese bösen Schwelfen. Ja, also. Auch diese Folge werde ich ein letztes, wirklich ein allerletztes Mal versuchen, Pferde zu finden. Vielleicht habe ich ja Erfolg damit. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Aber ich hoffe es doch sehr stark. So, jetzt muss ich hier... Gott. Kann man hier wieder... Ja, das ist hier Sumpf. Könnte man auch eigentlich das Boot nehmen, ne? Komm, nehmen wir das Boot. 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 So, und fahren. Nein. Ja, dadurch. Und jetzt links. Links, 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 links. Rechts, links, rechts, 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 links, rechts, links, rechts. Und Ende. Bam. Das ist lustiger Bötchen. Hallo Enderman. Hallo Enderman. Guck mal, ich guck dich an. Ich guck dich an. Ich guck dich an. Dö. Aber tagsüber hauen die ab. Leider. Die Feigensäue. So, ich muss weiter nach Westen. Gehe ich nach Westen? Was? Süden? Osten. Ah, nee. Ich muss sowieso nach Osten, nicht nach Westen. Osten muss ich. Westen wäre ja... Da komme ich ja her. Ich komme aus Westen. Gehen Osten. Oh, eine schöne Kaverne. Schick, schick. Schick, schick, schick. Noch mehr Wölfis. Hä? Nee, Knochen. Ha! Kann ich noch Wölfis züchten? Ich habe eine Fledermaus gehört. Aber das ist ja etwas, wo ich sagen muss, die findet man viel zu selten, diese Fledermäuse. Hm, irgendwie hört sich hier böse nach Möpsen an. Irgendwie hört es sich hier böse nach Möpsen an. Bestimmt ist da so eine Höhle hier. In diesem Hügel. Und da sind jetzt Möpse drin. Nee, da ist ein Mob. Oh, jetzt regnet es schon wieder. Ach, was habe ich den Regen vermisst. Was habe ich ihn vermisst. Oh, da ist der Highway. Da ist der Highway, der von unserem Dorf zu einem Außenposten führt. Spannend, spannend. Das heißt, ich bin jetzt ungefähr hier auf der Höhe vom Dorf. In der Richtung ist das Dorf, weil der geht da ganz gerade hin, ganz gerade weg. Na, komm schon. Wo meine Wölfe übrigens hin sind vom Ende der Folge 29, das wage ich mich dann doch mal zu fragen, beziehungsweise ich wage mich nicht zu fragen, weil sie wahrscheinlich tot sind. Tot. Boah, das tratscht hier aber echt hier mal grad wie Sau. Man sieht mal wieder die Hand vor Augen nicht, ey. Unglaublich, meine Fackeln. Wir müssen hier, wenn man hier was sieht, ey, ist ja katastrophal. Wie soll man denn bei dem Wetter Pferde suchen, beziehungsweise finden? Suchen geht immer, aber das mit dem Finden ist so eine Sache. So, jetzt haben wir hier eine Steppe. Hier haben wir eine Steppe. Na, hier. Plains. Und innerhalb dieser Steppe sind hoffentlich jetzt irgendwo mal Pferde zur Hölle nochmal. Oh, ein Creeper. Oh, ah. Geht doch. Astrael könnte auch mal repariert werden. So, bei Gelegenheit. So, irgendwo hier könnten doch mal Pferde sein, oder? Oh, was ein Sauwetter, ey. Da schickt man keinen Schwell vor die Tür. Unglaublich. Da hat ein Lavasee. Dem Leuchten nachzuurteilen. Nein. Da ist ein Höhlensystem, da hat jemand gecaved. Nice. Cool. Naja, interessant, ne? So, dann schauen wir mal weiter. Hopp, hopp. Irgendwo sind nämlich angeblich auf dem Server Pferde. Es wurden schon welche gefunden. Der arme Andy, ey. Oh, tut sich hier voll durch die Gegend. Ah, ein Skelly. Und eine Spinne. Haha. Also die Machete hilft wirklich hervorragend gegen Spinnen. Oh, schon wieder einer. Gleich zweimal. Geil, in so kurzer Zeit. Ey, das ist ja phänomenal. Vielleicht wurde mit 1,6 auch die Wahrscheinlichkeit von denen erhöht. Das kann natürlich sein, nicht? Aber bin ich jetzt nach hinten gelaufen wieder? Lauf jetzt gerade wieder nach Norden? Ah, der macht da einen Knick. Ich höre einen Zombie. Ich höre einen Zombie. Bock, 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 bock. Hühnchen. Hühnchen.
Creeper, Hühnchen. Hühnchen, Creeper, Hühnchen. Gucken wir mal den Creeper beseitigen. Oh, ein Zombie. Tschüss! Oh Gott, sind es wieder von den Dingern. Unerhört viele. Unerhört viele Maps sind das hier. Also das geht hier echt auf keine Kuhhaut. Ehrlich gesagt geht es auch auf keine Pferdehaut. Komm, hau mal ab. Gut, also hier ist mehr. Mehr. Tja, keine Pferde. Nicht ein Pferdchen. Nicht eins. Echt katastrophal. Ich will doch nur reiten. Nein, den hatten wir schon. Oh, Asriel ist echt hier hardcore am Ausgehen. Da muss ich mich mal ein bisschen mehr auf die Machete verlassen. Den Creeper-Tod habe ich ja nicht mehr. Den müsste ich mir erst wieder herstellen. Ja, du, die Zombies interessieren mich jetzt eigentlich gar nicht, ja? Die können da ruhig rumlaufen. Brrr, schreien. Sind halt Zombies, ne? Die haben halt... sonst haben halt nichts Besseres zu tun. Die tun halt da rumlaufen und brrr, schreien. Könnte man auch annehmen, dass das... Oh, gleich zwei Spinnen. Boah, was ich da alles am Arsch kleben habe, ey. Die Machete ist schon schick gegen Spinnen. So. Tschüss. Und... Ah, komm. In den Nahkampf! Haha. So, Dalle. Boah, was eine Kohle, Alter. Ich muss schon wieder an die armen Dorfbewohner denken. Sie wollten doch nur Kohle. Und sie bekamen den Tod. Wie deprimierend und traurig. Oh, zwei Creeper. Mit, nee, schon wieder mit Höhlensystem. Hallo. Oh, der hat mich aber früh gesehen. Da. Das Schlimme bei dem Regen, sieht man die Viecher nicht richtig. Das ist schon ein bisschen nervig. So. Oh je. Ja, also Möpse gibt es hier ordentlich. Ganz viele davon. Aber Pferdis nicht. Oh, schau mir das mal einer an hier. In herrlicher goldener Rüstung. Komplett. Komplett. Eine komplette Goldrüstung. Komm, Skelly. Ja, danke. Komm. Komm. Oh, der hat ja nicht mal einen Teil von seiner hübschen Goldrüstung fallen lassen, ey. Ja. Irgendwie machen mir die Pfeile überhaupt keinen Schaden, habe ich so das Gefühl. So, da ist eine Treppe. Aha. Ja, spannend. Was hier so alles so zu finden ist immer wieder. Auf den Server an Überraschung ist immer wieder schön. So, komm. Geh tot. Geh du auch tot, bitte. So. Nein. Doch. Spinne. Nein, doch. Ja, vielleicht. So. Das schauen wir uns mal an. Ne? Was könnte das sein? Aha, ja. Also hier... Was ist das denn? Oh, jetzt bin ich aber mal gespannt. Wo geht's denn hier jetzt hin? Da. Ich lasse mich mal so leicht ablenken von meinen Aufgaben hier. Ich glaube, hier ist einfach nur Höhlensystem. Aber irgendwo muss doch hier hingehen. Ich meine, wer gräbt sich denn hier einfach so mitten im Nichts durch den Berg? Gemint wird doch in der Nähe von der Stadt. Hm. Sehr komisch. Ja, irgendwie ist hier gar nichts. Oder doch? Boah, geht das weit. Alter Schwede, geht das weit. Das hört ja gar nicht mehr auf. Nö, hört sich einfach jemand... Aber wirklich nur ein Gang. Das ist kein Minensystem. Nee, doch, da hat jemand gemint. Da hat jemand gedacht, ach, wo ich schon mal hier bin, mine ich schon mal. Warum denn auch nicht? Alter, geht das weit. Boah!
Sind die überhaupt kein Ende? Aha. Endertruhe, sehr gut, da kann ich ja mein Zeug. Tolle Sache. Brauche ich da irgendwas von im Moment? Nee, brauche ich nicht. So, was ist denn da oben jetzt? Oh. Hier ist eine Festung. Hier ist ja eine Festung. Oh. Das ist ja klasse. Na, das ist ja mal spannend. Ich habe eine Festung gefunden. Also, ich habe die Festung gefunden, die jemand gefunden hat. Das ist ja mal echt spannend. Ist es die Festung, die wir... Das ist ja echt spannend. Ist es unsere Festung, die wir gemeinschaftlich erobert haben? Das ist ja jetzt echt spannend. Wo bin ich denn eigentlich? Nee, ich bin völlig anders. Das ist noch eine Festung. Das ist ja toll. Da hat jemand noch eine Festung gefunden. Cool. Echt cool. Und hat sie auch ordentlich schon ausgeleuchtet alles. Und da hinten war ein Dungeon, das schon jemand abgebaut hat. Krasse Mathe-Iko. Ja, echt faszinierend. Alter, bin ich ja echt mal baff. Okay, aber ich glaube, ich möchte... Ich möchte ja Pferde, ne? Und deswegen... Deswegen... Was soll denn dieses Glas heißen? Soll das Glas heißen, da warten wir schon? Hm. Spannend, spannend. Okay, dann schleunige ich das Ganze jetzt mal. So. Und dann gehe ich gleich mal hier hoch auf diesen Highway. Und schau mal, ob ich vielleicht von hier oben Pferde sehe. Habe ich einen besseren Überblick. Pferde. Creeper sehe ich. Aber keine Pferde. Ah, ich könnte mal was essen. Keine Pferde. Keine Pferde. Nirgendwo sind Pferde. Echt deprimierend. Da sind Kühe. Schweine. Kühe, Schweine. Oh, hier ist eine Biomgrenze. Das heißt, hier ist die Steppe vorbei. Sehr deprimierend. Aber weiter im Osten. Ja, in diese Richtung. Weit, weit hinter dem Schneeland. Dort befindet sich noch eine Steppe. Vielleicht sind ja dort Pferde. Ach, wie schick. Oh. Limbys Berghütte. Gäste willkommen. Nice. Selbstbedienung. Ruh aus, iss und spende Glück auf. Bogen. Power 1. Cooked Steak. Oh ja, Spende. Spende? Ah, hab ich nicht. Was spende ich denn da mal? Kakaobohnen. Ich spende Kakaobohnen. So, hab ich Kakaobohnen gespendet. Kann jemand Kakao... Kekse backen. Mit dem Schneegolem. Süß. So schön still hier oben. Aber... Mich zieht es weiter nach Osten. Viel weiter nach Osten. Denn dort, in der weiten Ferne im Osten, hinter den Schneelanden, gibt es noch eine Steppe. Und in dieser Steppe könnten Pferde sein. Meine letzte Hoffnung. Meine letzte Hoffnung. Ja, so ist es. Aber wenn man so rumläuft auf dem Server, erlebt man doch einiges. Ne? Es gibt immer interessante Orte, die man so entdecken kann. Das ist hier so... Das hat so dieses schöne Wildnis-Feeling immer hier. Wenn man so durch Minecraft läuft. Okay, ist das die Steppe? Ist das die Steppe? Ladechunk, Ladechunk. Ja, es ist eine Steppe, okay. Steppe mit... Das ist keine Wüste, es ist nur Strand. Da ist eine Kuh. Da ist ein Huhn. Und eine Spinne. Habe ich da in dem ungeladenen Schrank gesehen. Und ein Creeper und Zombies und... Ach du meine Güte, aber keine Pferde. Ich will doch nur Pferde. Ha 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 ha. Ich tue doch nichts. Pferde, aua. Pferde. 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 Ich will Pferde. Pferde will ich. So gerne. Ist echt schlimm hier, ne? Also ich renne hier wirklich... durch die Gegend und finde keine Pferde. Das ist so deprimierend. Das ist so deprimierend.
Muss ich mir doch kaufen. Mir Pferde kaufen. Für teuer, teuer Geld, teuer Diamanten. Autsch! Soll ich da gar nicht reinspringen. Hühner, Schweine, Skellies, ein hohler Berg. Mit so ein paar Blöcken dran schon. Ja, der Regen tut hier irgendwie Probleme machen. Es lädt nicht so schön. Aber weiter im Osten gibt's noch eine Steppe. Ist schlimm. Vielleicht einfach mal ein paar Tiere töten. Wenn wir ein paar Tiere töten. Dann töten wir mal Hühner. Töten wir mal ein paar Hühner. So. Kann man auch mal machen. Ach nee, das war ja gar keine Steppe. Das war ja Giant Hills. Oh Gott. Extreme Hills. Plains. Also normalerweise freue ich mich über Extreme Hills. Weil da kann man Smaragde finden. Das ist total cool. So. Du musst sterben. Und du musst auch sterben. Und du musst sterben. Und du auch. Es tut mir so leid. Ich will Pferde. Irgendwo muss es Pferde geben. So deprimierend. So deprimierend. Oh ne, jetzt bin ich wieder Extreme Hills. Ich glaube, da ist Steppe. Soll ich jetzt die Steppe noch weiter suchen oder soll ich die eben weiter im Osten? Weiter nach Osten in die Ferne? Ja, komm. Ja, komm. Oh. Hier. Boah, boah, ist hier eine geile Gegend. Ey, schaut euch das an. Schaut euch ja das. Das ist ja hier mal herrlichst. Boah, ist das herrlich. Ist das herrlich. Da geht einem ja das Herz auf. Boah, sieht es toll aus. Wunderschön. Boah, toll. Ah, ich will da nur hier raus. Ich habe den Zombie voller keinen abgehängt. Ach, weißt du was? Tschüss, Zombie. Ja, da guckst du, ne? Ja, da guckst du, ne? So, letzter Versuch. Dann bin ich echt in alle Himmelsrichtungen gelaufen. Keine Pferde gefunden. Dann werde ich sie mir kaufen. Wenn ich die Zeit, die ich jetzt investiert habe, in die Pferde suche, das sind anderthalb Stunden Pferde suche, hätte ich die gemint, hätte ich so viele Diamanten, hätte ich einfach irgendwo ein Pferd gekauft. Weil irgendein anderer findet bestimmt Pferde. Nur ich nicht. Nur ich finde keine Pferde. Das ist so deprimierend. Das ist 1,6. Aber immerhin konnte ich mir schon mal ein Lasso bauen. Das ist doch auch nicht schlecht. Ich konnte mir ein Lasso bauen. Lasso, juhu, mein Lasso. Kühe? Ja, Kühe können immer noch Extreme Hills sein. Trotzdem muss ich so ungefähr in die... Ja, leck doch, komm, leck, 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 leck. Ja, leck, 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 macht Spaß. Kühe, Kühe, Kühe. Kühe auf der Weide. Die stehen da so rum und fressen Gras. Kühe auf der Weide fressen rum. Fressen Gras auf der Weide. So, le, so, la, so, li. Ah, das ist echt schlimm. Echt schlimm hier mit den Pferden. Also ich kann echt... Das ist Wahnsinn. Ja, geil! Fliegende Tintenfische! Juhu! Ah, nee, doch nicht. Lollig. 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 So. Aua. Ja, da ist eine Steppe. Ja, da ist eine Steppe. Da ist eine Steppe. Da ist eine Steppe. Da ist eine Steppe. Eine Steppe. Eine Steppe. Eine Steppe. Eine kleine Steppe. Da sind direkt wieder Giant Hills. Extreme Hills. Plains. Juhu. Aber da kann ich mich draufstellen. Da kann ich vielleicht weiter gucken. Ey, komm. Lass mich hoch. Lass mich doch mal hoch, ey. Burp. Na, geht doch. Komm, lass mich doch mal weit gucken hier. Lass mich doch mal hier draufstellen und die weiten Ebenen überschauen. Die
weiten Ebenen mit den geladenen Chunks. Ich sagte mit den geladenen Chunks. Keiner hört auf mich. Ja, aber das ist, glaube ich, immer noch Steppe. Das ist eine hügelige Steppe. Ah, der Regen ist endlich weg. Och, Gott sei Dank, ey. Was bin ich froh, dann kann ich wieder was sehen. Oh, das ist lustig. Ja, lol. Dorfbewohner! Ja, ich habe mal wieder ein Dorf gefunden. Yippie-yay! Nur keine Pferde. Ah, nur keine Pferde. Ja, genau. Genau das, genau. Weizen. Wolle. Der verkauft Steaks. Weizen will der. Fisch will der. Gebratenen Fisch. Ach ja, seufzt. Hä? Süß. Oh, in das Haus kommt keiner rein. Das tut mir so leid. Das kann ja nicht angehen. So, jetzt können die Bewohner hier wieder rein. Hä? Oh, der hat eine zweite Tür. Ah, der will Fisch. Oh, es wird Nacht. Das heißt, ich habe auch diesem Dorf den Untergang gebracht. Der verkauft Brot, der verkauft Brot, der will Schweinefleisch, der will Brot, ne, der verkauft auch Brot. Ah, da ist die Schmiede. Mit bereits fehlender Tür. Yay, eine Eisenhose und Brot. Pilz. So. Aber wenn jetzt Nacht ist, dann tue ich die einfach mal in ihren Häuschen einsperren. Dann kann da denen erstmal nichts passieren. Sind die Zombie geschützt. So, dann brauchen wir ein bisschen... brauchen wir eine Werkbank. Und tun hier denen ein bisschen helfen. Ja, das ist... ein bisschen Nächstenliebe. Das ist besser als statt Pferde suchen. Weil, ne, wird ja eh nichts draus. Wird eh nichts draus aus den Pferden. Nee, nee, da wird nichts draus. Da wird nichts draus. Ja, ja. Seufzt rum. Da habt ihr sowas von recht. Denn das ist alles vergebens, alles vergebliche Liebesmühe. Da ist nichts zu holen, keine Pferde, Weide, breit. Das ist einfach nur Seufz, ja. Hm, ha. Hm, ha. Und du verkaufst Steaks. Ah, da muss ich mir die Werkbank halt selber machen. Also. So. Was kann ich mal wegschmeißen? Oh, wovon habe ich denn so viel? Was? Ah, da ist Samen. Kein Mensch braucht Samen. So, weg damit. Weg mit den Samen. Da habe ich hier ein paar Zäune. So. 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 Fein. Ne, so. Ein paar Zäune. So, ja, genau. Zäune. So. Dann mache ich euch Zombie sicher. Zombie sicher. So. Sperre ich euch ein. Da ist keiner drin. Da ist einer drin. So. Ja, es ist zu eurer eigenen Sicherheit. Es ist zu eurer eigenen Sicherheit. Glaubt mir. Glaubt mir, es ist zu eurer eigenen Sicherheit. So. 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 Jetzt wird dieses Dorf überleben. Auch wenn keiner mehr die Felder... Geil, da ist Gras gewachsen in der Hütte. Ey, die ist verfallen. Ja, da kommen sie schon. Da kommen sie schon, die Möpse, und wollen das Dorf hier erobern. Nein! Gott sei Dank haben Schutzmaßnahmen ergriffen. Sind hier noch irgendwo Dorfbewohner, die zu schützen sind? Hier in diesem Haus vielleicht? Nee, okay. Dann... ja. War's das. Keine Pferde. Keine Pferde. Keine Pferde. Für mich. Ja... oh, ich glaube, der hat keinen Schutz. Der da drin seufzt. Doch, der hat Schutz. Ja, dann, gucken wir vielleicht noch so ein bisschen rum hier. Aber ich glaube, das mit den Pferden, das wird nichts. Das wird nichts. Das wird nichts. Nein, 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 nein. Das ist so deprimierend. Keine Pferde. Nur Schweine. Und Kühe. Und Schafe. Alles voller Möpse. Aber kein einziges Pferd dabei. Oh, kann ich echt die Dorfbewohner nachmachen? Oh, oh. Ah, Tintenfisch haben wir auch. Alles klar. Pferde werden
gekauft. Dann muss ich nur noch hier... Ja komm, dieses bisschen noch, bisschen noch, bisschen noch, bisschen noch, bisschen noch. Nur noch eine Minute, nur noch eine Minute. Bitte, 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 bitte. Vielleicht bin ich ja doch noch ein Pferd. In der letzten Sekunde. In der letzten Sekunde. Nee, da sind wieder Extreme Hills. Alles klar. Lassen wir das gut sein mit den Pferden. Es bringt nichts. Liebe Möpse, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Hier mit den... Hey! Nee. Ich wollte doch gerade hier mein Schlusswort machen. Was soll denn das? Weg da. Weg. Weg. Weg! Ich sagte... Weg. So. Jetzt nochmal. Mit einem Blick auf dieses Tal mit den schönen Möpsen verabschiede ich mich von euch. In Trauer darüber, dass ich keine Pferde gefunden habe. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Viel Spaß mit den Pferden. Tschüss.